Herzlich willkommen bei uns am Campus in Wels bei der virtuellen Labor- und Gebäudeführung. Wir hätten Sie natürlich gerne am Campus begrüßt, persönlich begrüßt, aber das ist aus bekanntlichen Corona-Gründen nicht möglich. Ich darf Sie heute durch unser Laborgebäude virtuell zumindest durchführen. Mein Name ist Peter Hellenberger. Ich bin für Marketing und PR am Campus zuständig. Zu Beginn der Veranstaltung möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Wenn wir diese Veranstaltung, dieses Event hochladen, würden wir natürlich alle persönlichen Daten vorher entfernen. Ich würde Sie bitten, also den Ablauf zur Ablauf der Führung. Es schaut so aus, dass wir anhand eines 360-Grad-Videos durch unser Laborgebäude und durch unsere Labore durchstreifen. Wir werden in einzelnen Stationen stehen bleiben, uns Kurzfilme anschauen und einige Laboratorien werden von unseren Fachbereichsleitern, von meinen Kollegen persönlich vorgestellt. Und es wird circa eine Stunde lang dauern, diese Führung durch unsere Laboratorien. Und zum Schluss stehen wir dann noch für Ihre Fragen zur Verfügung. Bis dorthin würde ich Sie bitten, dass Sie die Kamera und auch das Mikrofon ausgeschaltet lassen. Am Ende dann bei den Fragen können wir alles aufmachen. Ich möchte jetzt meine Präsentation beginnen und meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, Sie sehen schon meine Folien. Die FH in Wels liegt in der Innenstadt von der Stadt Wels und das ist von den Verantwortlichen auch bewusst so gewählt worden. Ziel war es auch, die Innenstadt zu beleben. Sie sehen hier, ich habe ein paar Bilder für Sie vorbereitet aus der Stadt, damit Sie wissen, wie es in Wels ausschaut. Hier sind wir am Stadtplatz. Sie sehen im Hintergrund den Lederer Turm. Es gibt auch eine Hafergasse bei uns. Das ist für Studenten sehr beliebt, wenn es natürlich Corona zulässt. Das ist die Beisel-Szene, wo man auch fortgehen kann und sich auch treffen kann. Die Fußgängerzone ist im Sommer sehr belebt in Wels, auf diesem Foto nicht, weil es ein Corona-Foto war. Aber normalerweise geht es da ziemlich zu. Also die Innenstadt ist stark belebt. Der Busbahnhof, die Busdrehscheibe, die ist nur 2, 3 Minuten entfernt vom Campus in Wels. Da können Sie die innerstädtischen Busse alle erreichen. Der ÖBB-Bahnhof und auch die Postbusse bleiben praktisch nur 5 Minuten vom FH-Campus in Wels stehen. Also es ist alles zentral angesiedelt und Sie können alles fußläufig erreichen. Natürlich bietet Wels auch einiges für die Freizeit. Ich habe da exemplarisch ein Bild der Traun genommen. An der Traun können Sie natürlich laufen gehen, Sie können Radfahren und hier sehen Sie auch sogar so einen Ort Badestrand, wo Sie auch dann in die Traun sogar reingehen können. Es gibt natürlich auch zahlreiche Vereine, die sich freuen, wenn unsere Studenten dort auch mitmachen, wie zum Beispiel eine Kletterhalle, einen Turnverein, Judo-Vereine und so weiter. Also da gibt es ein riesengroßes Angebot. Natürlich können Sie auch in Wels wohnen. Es gibt zwei Studentenheime, das Kolpingheim und das Georg-Oberheidinger Haus, jeweils mit ca. 100 Zimmer, die zu vermieten sind. Es gibt auch sehr viele Wohngemeinschaften bei uns am Campus oder in Wels, wo sich Studierende selbst dann organisieren. Das geht einerseits über unsere Wohnungsbörse, die wir auf der Homepage anbieten, und andererseits auch über diese Facebook-Gruppe FH Wels Talk, wo Plätze in Wohngemeinschaften vermittelt werden. Und so komme ich eigentlich zu unserem Gebäude. Sie sehen hier in der Mitte unser großes Hauptgebäude. Das ist das Bauteil A in der Stelzhammer Straße. Links unten sehen Sie die Glasbrücke, die zum Bauteil B führt. Und rechts haben Sie unser imposantes Stiegenhaus. Ich möchte jetzt darüber wechseln. Bevor ich rüberwechsel, möchte ich Ihnen noch sagen, dass die Fachhochschule mittlerweile bereits auf 12 Bauteile in Wels verteilt ist.
Die meisten Bauteile sind rund um das Hauptgebäude A in der Stelzheimer Straße, aber es gibt auch weiter entfernte Bauteile in der Karl-Loi-Straße und auch zum Beispiel im Velius. Wir wechseln jetzt in den 360-Grad-Modus. Ich schalte schnell mal um. Moment. Jetzt sehen Sie unser Hauptgebäude nochmal in der Stelzheimer Straße. Unser Hauptgebäude mit dem Haupteingang, da gehen wir dann sofort mal rein in unser Foyer. Die Fachhochschule in Wels ist 1994 gegründet worden und war damit eine der ersten Fachhochschulen in ganz Österreich, gemeinsam mit Hagenberg. Also wir zählen uns da zu den Pionieren. 2005 ist dann dieses neue Gebäude in der Stelzheimer Straße errichtet worden und alle haben sich gefreut, dass alle Studiengänge und alle Laboratorien in einem Haus zusammengefasst sind. Mittlerweile, wie ich zuerst schon erwähnt habe, ist die Fachhochschule schon wieder auf 12 Bauteile in Wels verstreut. Es ist aber alles fußläufig erreichbar. Wir bieten in Wels 15 Bachelor- und 15 Masterstudiengänge an und derzeit studieren ca. 2200 Studierende bei uns am Campus in Wels. Und sogar in Corona-Zeiten haben wir auch Betrieb bei uns am Campus. Es sind täglich ca. 400 Personen sogar am Campus, die natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsabstände und Maskentragen ihr Studium da fortführen. Zum Beispiel bei Laborübungen, wo in Kleingruppen, Kleinstgruppen, also wo weniger als 6 Personen zum Beispiel in Laborübungen sind, ihre Laborübungen zumindest abhandeln können und somit keinen Zeitverlust in ihrem Studium haben. Ja, insgesamt gibt es am Campus Wels bereits 6.900 Studierende und da bedienen wir uns immer einer AMS-Statistik, die sehr gut ausschaut. 99% unserer Absolventinnen haben einen Job. Und man kann wirklich sagen, wenn man was Technisches, Naturwissenschaftliches studiert, hat man auch in Krisenzeiten wirklich Top-Jobaussichten. Ich zeige Ihnen hier den Haupteingang noch einmal und unseren großen Glaslift, der alle Stockwerke verbindet. Hier geht es raus in den Innenhof und wir machen jetzt uns gleich mal auf den Weg in unseren größten Hörsaal, in den Audimax. Der Audimax hat ein Fassungsvermögen für 150 Personen und dort finden Vorlesungen statt, die in jedem Studiengang gebraucht werden. Zum Beispiel Grundlagenvorlesungen Mathematik zum Beispiel ist so eine Vorlesung, die immer wieder vorkommt und wo auch zum Beispiel Automatisierungstechnik und Maschinenbau die Vorlesungen gemeinsam machen. Ja. Und das ist sind im Prinzip die einzigen Lehrveranstaltungen, die wir in so großen Dimensionen abhalten. Das Fachhochschulstudium zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man das meiste in Kleingruppen absolviert. Also Laborübungen finden immer unter 15 Personen statt. Im EDV-Raum haben auch nicht mehr wie 15 Personen drinnen Platz. Ja. Und also es läuft bei uns alles sehr familiär ab. Jeder kennt jeden, man lernt seine Studienkollegen sehr gut kennen und was wir von unseren Studierenden auch immer hören, ist, dass man auch mit den Professoren sehr leicht ins Gespräch kommt. Wenn man Probleme hat, wenn man Fragen hat zu irgendwelchen Thematiken, kann man auch mit den Professoren wirklich gut in Kontakt kommen. Ein weiterer Schwerpunkt bei FH-Studienrichtungen ist, dass es sehr praxisnah bei uns ist. Alle Studenten bei uns haben schon ab dem dritten Semester Projektarbeiten, die sie gemeinsam mit anderen Studierenden abarbeiten. Meistens sind es Aufgabenstellungen aus der Industrie, die da abgearbeitet werden. Im Pflichtberufspraktikum im sechsten Semester müssen alle unsere Studierenden ein Pflichtpraktikum, ein zehnwöchiges, absolvieren, auch in Kooperation mit oder meistens für Unternehmen und darauf aufbauend, kommt sehr oft auch zustande, dass man die Bachelorarbeit zu diesem Thema dann schreibt.
Und diese Praxisnähe zieht sich dann auch weiter durch ins Masterstudium, wo auch Projektarbeiten zu erledigen sind, wo auch die Masterarbeit meistens für Unternehmen verfasst wird. Sehr viele Unternehmen schicken uns auch ihre Experten, die dann Lehrveranstaltungen bei uns abhalten. Also wir haben jährlich um die 300 nebenberuflich Lehrende, die aus Unternehmen kommen und ihre Expertise, ihre Praxisnähe zu uns reinbringen und unseren Studierenden vermitteln. Ein weiterer Punkt, den ich Ihnen noch erzählen möchte, ist, dass unsere FH-Studienrichtungen strukturiert ablaufen. Das heißt, wenn Sie bei uns aufgenommen worden sind und einen Studienplatz haben, dann haben Sie einen fixen Übungsplatz, einen fixen Laborplatz. Also Sie brauchen Sie nicht in einem Schlafsack vor ein Institut hinlegen, damit Sie in irgendeine Lehrveranstaltung reinkommen. Also bei uns hat man ab dem ersten Studientag fixe Übungslaborplätze. Und das machen wir mit einem fixen Stundenplan. Jeder unserer Studenten bekommt einen fixen Stundenplan, den er auch studieren muss. Das heißt nicht, dass man jetzt jeden Tag verplant ist. Es gibt einige Studiengänge, die haben Montag, Dienstag fix frei und die Lehrveranstaltungen teilen sich in den restlichen Zeiten auf. Man könnte sogar Teilzeit daneben arbeiten, ist bei einigen möglich. Aber der Stundenplan ist nicht jede Woche gleich. Dieser Stundenplan hat aber auch einen weiteren Vorteil. Sie wissen, dass Sie nach 6 Semestern, sofern Sie die Prüfungen natürlich schaffen, nach 6 Semestern fertig sind mit Ihrem Bachelorstudium und nach weiteren 4 Semestern mit dem Masterstudium. Alle unsere Studienrichtungen schließen im Übrigen im Bachelor mit dem Bachelor of Science in Engineering ab und die Masterstudiengänge entweder, wenn Sie international oder im naturwissenschaftlichen Bereich sind, mit Master of Science in Engineering oder die technischen verstärkt mit Diplom-Ingenieur. Soweit einmal allgemeine Informationen. Wir machen uns jetzt auf den Weg in das Center for Smart Manufacturing. Das ist unser größtes Labor. Und bevor ich den Dr. Roman Froschauer bitte, dieses Labor vorzustellen, möchte ich Ihnen ein paar Laboratorien zeigen aus dem Bereich der Werkstoffwissenschaften. Also wir haben zwei Studiengänge, Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik und der zweite Studiengang Leichtbau und Kompositwerkstoffe, die sich um Leichtbauteile, um Metalle, um Kunststoffe, um Aluminium und alle Werkstoffe im Prinzip beschäftigen und diese auch weiterentwickeln. Und ich möchte jetzt mit einem Film beginnen. Das ist die additive Fertigung 3D-Druck. Achtung! Additive Fertigung 3D-Druck. Das Kompetenzzentrum Center for Smart Manufacturing hat bereits 15 Jahre Erfahrung im Bereich 3D-Druck und beschäftigt sich unter anderem mit der Forschung und Entwicklung von neuen metallischen Werkstoffen für die additive Fertigung. Seit 2005 ist in diesem Labor die österreichweit erste 3D-Druckanlage für die Verarbeitung von metallischen Werkstoffen im Einsatz. Im Laufe der Zeit wurde die Infrastruktur erweitert. Das Hauptaugenmerk der Forschung im 3D-Druck liegt bei der Entwicklung von materialbezogenen Parametern für die Verarbeitung von hochkohlenstoffhaltigen Werkzeugstählen und auf einer Weiterentwicklung der bestehenden Anlagenkonzepte. Die Materialvielfalt ist nicht nur auf Werkzeugstähle begrenzt, sondern erstreckt sich auch auf Edelstähle, Nickel-, Aluminium- und Titan-Basislegierungen sowie Bronze. Mithilfe der verschiedenen Kompetenzbereiche kann der komplette additive Fertigungsprozess abgebildet werden. Ein speziell abgestimmter Konstruktionsvorgang und die anschließende Simulation ermöglichen vor dem Prozessstart optimale Verhältnisse. Die Versuchsdurchführung, das Post-Processing, als auch die spätere Überprüfung der additiv hergestellten Bauteile erfolgen am Standort und bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie zum Beispiel an einem Presshärteversuchsstand oder an einem Hochtemperaturtribometer, um industrienahe Bedingungen abzubilden. Diese Laborkonstellation und die langjährige Erfahrung ermöglichen es den Studierenden, einen Einblick in diese innovative Technologie zu erhalten. Es werden die Grundlagen vermittelt und praktische Übungen durchgeführt. Auch Unternehmen können hier in zertifizierten Weiterbildungsseminaren den Einstieg in die Welt der additiven Fertigung machen.
So ein weiteres Labor, das ich Ihnen zeigen kann, ist das Kunststofftechnikum. Oberösterreich gehört zu den international führenden Regionen im Bereich der Kunststoffverarbeitung, des Werkzeugbaus und des Baus von Maschinen zur Kunststoffverarbeitung. Optimale Prozessparameter zu finden oder zu untersuchen, welche Wechselwirkungen in Formen und in den einzelnen Bereichen der Verarbeitungsmaschinen beim Kontakt der Maschinenteile mit dem plastifizierten Kunststoff stattfinden und wie sich diese auswirken, hilft das vorhandene Know-how weiter auszubauen und auch in der Zukunft auf dem Weltmarkt führend zu sein. Im Studiengang Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik wird in Zusammenarbeit mit verschiedensten Firmen an neuen Innovationen und Lösungen für bestehende Probleme im Kunststoffbereich geforscht und diese Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf hohem wissenschaftlichen Niveau helfen mit, gemeinsam neue Wege zu finden, um zum Beispiel im Kunststoffrecycling unsere Welt nachhaltiger zu gestalten. Ein weiteres Schmuckstück ist das Rasterelektronenmikroskop. Und auf das ist der Studiengangsleiter Dr. Heim sehr stolz. Und vor allem auch Studierende können im Rahmen ihrer Bachelorarbeit oder Masterarbeit auch auf diesen Rasterelektronenmikroskopen sogar arbeiten. Also das ist ein großer Vorteil auch in unserem FH-Gebäude. Um ins Innerste von Werkstoffen vordringen zu können, reicht die Auflösung von Lichtmikroskopen aufgrund der minimalen Wellenlänge von Licht mit ca. 400 Nanometern nicht aus. Mit dem Rasterelektronenmikroskop können Strukturen bis zu 0,000001 mm aufgelöst, das heißt scharf abgebildet werden. Mittels des Elektronenstrahls bekommt man nicht nur gestochen scharfe Bilder von kleinsten Strukturen, sondern auch chemische Informationen vom Material durch dabei frei werdende Röntgenstrahlung. Um auch nicht elektrisch leitende Materialien wie zum Beispiel Kunststoffe damit untersuchen zu können, beinhaltet das Labor auch Geräte, um Proben zum Beispiel mit Gold zu bedampfen. Neben den Studierenden der Studiengänge Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik und Leichtbau- und Kompositwerkstoffe nutzen auch die Studiengänge Bio- und Umwelttechnik, Lebensmitteltechnologie und Ernährung und verfahrenstechnische Produktion dieses Labor. So, und das letzte Labor, das ich Ihnen aus diesem Bereich zeige, ist das Simulation- und Testlabor für den Studiengang Leichtbau- und Kompositwerkstoffe. Komposit sind zum Synonym für Leichtbau in den letzten Jahren geworden. Das enorme Potenzial dieser Werkstoffe wird in vielen Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbau als auch im Sportbereich eingesetzt. Ziel in diesem Labor sind Simulation und Test des Struktur- und Materialverhaltens von Kompositbauteilen, beginnend vom Fertigungsprozess bis zur Belastung des Bauteils im Einsatz, zum Beispiel in der Luft, auf der Straße oder der Rennstrecke. Der noch junge Forschungsbereich der Prozesssimulation für Composites liefert schon lange bevor das erste Bauteil gebaut wird, bereits sehr wichtige Informationen zur Fertigbarkeit und dem mechanischen Verhalten des Bauteils. Es können die drei wichtigen Bereiche Simulation, Bestimmung der Eingabeparameter und Bewertung an Bauteilversuchen im Labor vor Ort auf modernsten Anlagen durchgeführt werden. Diese werden sowohl in innovativen Forschungsprojekten eingesetzt, als auch in Übungen sowie Studentenprojekten von Studierenden genutzt. So, jetzt darf ich übergeben an den Hausherrn dieses Centers for Smart Manufacturing, an den Dr. Roman Froschauer. Grüß Gott auch von meiner Seite. Danke, Peter. Ich darf Sie jetzt mitnehmen auf einen kurzen Ausflug mit ins Center for Smart Manufacturing. Und zu diesem Zweck habe ich einerseits ein paar Folien vorbereitet und werde Ihnen das jetzt der Reihe nach zeigen. Ich hoffe, Sie sollten das jetzt im Vollbild sehen. Was ist denn, Peter, sieht man das Vollbild?
Die Folie sieht mein Vorbild, ja. Passt, sehr gut. Dann geht's gleich los. Wie gesagt, mein Name ist Roman Froschauer. Ich unterrichte hier am Campus in den Studiengängen Robotik, Systems Engineering, Automatisierungstechnik und Mechatronik Wirtschaft. Das heißt, technisch orientierte Studiengänge mit Mechatronik-Background, wo auch Informatik eine große Rolle spielt. Das Labor, das Center for Smart Manufacturing, das Sie einerseits bei mir im Hintergrund sehen, wo der Herr Hellenberger zuerst vorher auch schon war, ist das größte Labor hier am Campus und ist im Prinzip ein großes Maschinenlabor, wo einerseits 3D-Druck, Metall-3D-Druck am Fokus steht, das haben wir schon gesehen, aber auch die Automatisierung im Vordergrund bearbeitet wird. Ich nehme Sie jetzt hier mit auf ein kurzes Video, damit man es live sieht, wie es im Labor aussieht. Das habe ich heute aufgezeichnet, also man sieht es auch hier aufgrund der Desinfektionsmittel und es ist auch nicht ganz so zusammengeräumt wie auf den Bildern zuerst. Man sieht im Vordergrund hier, wir setzen sehr stark auf Robotik, das heißt auf einerseits kleine Roboter, wie hier diese Übungszelle von KUKA, wo wir Übungen machen, aber auch kollaborative Roboter, wie das System hier im Vordergrund, das auch auf einer mobilen Plattform ist, das heißt ein mobiles Robotersystem, das man einerseits autonom navigieren kann. Man sieht auch hier noch ein zweites System mit einem kollaborativen Roboter. Solche Systeme können frei im Labor herumfahren und können zum Beispiel Werkzeuge transportieren oder Personen bei Tätigkeiten assistieren. Man sieht auch dann unser Werkstück-Transportsystem, auch hier unser Prunkstück, einen Schwerlast-Kollaborativroboter und auch hier ein aktuelles Beispiel aus einem Projekt. Das ist eine Nachbildung einer menschlichen Hand, um zum Beispiel das Greifen von Bauteilen mit einer menschlichen Hand nachbilden zu können. Also dass man sieht, wir haben sehr, sehr viele kollaborative Robotersysteme, das heißt Roboter, wo der Mensch und die Maschine direkt interagieren können, um auch den Studierenden die Systeme möglichst nahe bringen zu können. Das heißt, mit all diesen Systemen können sie im Studium arbeiten und die kommen auch direkt in den Übungen und in den Robotikübungen vor. Hier sieht man auch ein kleineres System, das ist ein Modellroboter der Firma IGOS, wo man auch damit arbeiten kann, der auch in einem Studierendenprojekt entstanden ist. Das heißt, was man hier gesehen hat, es gibt sehr, sehr viele Robotersysteme, die eben auch von unterschiedlichen Herstellern sind, um wirklich ein breit gefächertes Portfolio an Robotern auch zeigen zu können und auch die Anwendung in der Industrie zeigen zu können. Neben den Robotern bearbeiten wir natürlich auch ganz konkret Themen wie digitale Fabrik, das heißt, wir zeigen den Studenten nicht nur, wie der Roboter funktioniert, wir zeigen den Studenten auch, wie man das Robotersystem auch in der Simulation als digitalen Zwilling abbildet. Das heißt, dass ich nicht nur die echte Maschine habe, sondern auch eine digitale Kopie am Rechner. Wie das aussieht, sieht man hier in diesem kurzen Video. Das heißt, es gibt eine Simulation dazu, wie man es hier quasi rechts unten sieht, wo man einen virtuellen Roboter sieht und dieser virtuelle Roboter ist da mit dem echten System im Labor, das wir vorher gesehen haben, gekoppelt. Das heißt, die bewegen sich auch entsprechend synchron. Das heißt, wenn sich der echte Roboter bewegt, das wird man es gleich sehen, oder der virtuelle Roboter, fährt der echte Roboter auch tatsächlich mit. Das nennt man einen digitalen Zwilling und wird auch in einigen Studiengängen, insbesondere im Masterstudium, auch entsprechend unterrichtet, wie man einerseits so eine Simulation erstellt, wie man die mit dem echten System koppelt und wie man daraus Prozessparameter, Optimierungsparameter für automatisierte Prozesse ableiten kann. Neben diesem Thema digitaler Zwilling gibt es auch die Ansätze, dass wir diese Simulationen, zum Beispiel sieht man hier eine Simulation von dem KUKA-Roboter, den wir vorher im Labor kurz gesehen haben, dass wir auch den mit anderen Simulationssystemen koppeln, um zum Beispiel herauszufinden, wie sich der mechanisch verhält, wie zum Beispiel bestimmte Bewegungen sich auf Verschleiß und so weiter auswirken. Auch das gehört zum Thema dazu und tritt auch neben dem Realunterricht im Labor auch in anderen Lehrveranstaltungen immer wieder durch, dass wir sozusagen auch die digitale Komponente mit abbilden können. Und der große Vorteil ist, dass wir diese Dinge auch, und das haben wir auch jetzt in den letzten beiden Semestern gemacht, auch online über entsprechende Online-Portale auch unterrichten können. Das heißt, auch wenn Präsenz im Labor nicht immer hundertprozentig möglich ist, aufgrund aktueller Einschränkungen, kann man auch mit geeigneten Simulationen das direkt umsetzen. Und auch Themen, die im Labor bearbeitet werden, sind Themen wie Augmented Reality. Das heißt, das ist ein Studentenprojekt zum Beispiel, wo ein Studierender mit einer AR-Brille ein Projekt umgesetzt hat
um zum Beispiel einzublenden, wo welche Bauteile auf einer Platine sind. Da geht es darum, zum Beispiel fehlerhafte Bauteile zu detektieren und den Mitarbeiter dabei zu unterstützen, dass er die richtigen Bauteile dann auch wirklich findet. Und das sind Projekte, die von Studenten umgesetzt werden im Center for Smart Manufacturing. Genauso wie zum Beispiel sowas, was ein bisschen nicht ganz im Labor abgewickelt werden kann, weil man mit, wenn man mit der Drohne im Labor fliegen, ein bisschen ein Problem kriegen. Aber das Einsatzgebiet ist ähnlich. Das heißt, wir haben auch hier automatisierte Systeme. In dem Fall geht es um Bilderkennung. Das heißt, man fliegt mit einer Drohne zum Beispiel durch eine Anlage und liest automatisiert Manometer ab, Druck am Manometer. Was auch ein Thema im Labor ist, das haben wir zuerst gesehen, wir setzen sehr stark auf mobile Systeme, das heißt zum Beispiel solche mobilen Arbeitsassistenten, das heißt ein kollaborativer Roboter ist auf einer Mobilplattform montiert und kann frei programmiert werden, kann autonom navigieren, kann zum Beispiel Hol- und Bringdienste umsetzen und das wird auch immer wieder mit Studentenprojekten und auch mit Forschungsprojekten in Kooperation mit sehr, sehr vielen namhaften Unternehmen auch in Oberösterreich gemacht. Der Vorteil ist, wenn wir solche Projekte mit Unternehmen machen, dass wir die auch, dass die Studierenden auch direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten und auch durchaus sehr, sehr oft auch dann bei den Unternehmen sogar bleiben. Sehr, sehr gutes Beispiel ist auch ein Beispiel aus dem Bereich autonomen Fahren, weil hier haben wir zum Beispiel autonomes Fahren im Labor. Wir wenden diese Algorithmen aber auch für autonomes Fahren im Sondermaschinenbau und im Sonderfahrzeugbau an. Zum Beispiel in einem Forschungsprojekt, das heißt Autility. Und da ist auch wieder sehr große Studierendeneinbindung drinnen. Da arbeiten zum Beispiel auch Unternehmen wie die Reformwerke mit, da arbeiten Unternehmen wie DB Schenker mit oder auch zum Beispiel die Linz AG. Und da geht es zum Beispiel um das Autonomisieren von so einem Fahrzeug, wie man es hier sieht. Und in dem Fall ist das hier bei uns im Innenhof am FH-Campus. Da geht es darum, in dem Fall, dass der autonom die Straße kehren soll, als Applikation, als Forschungsapplikation, um autonomes Fahren auch ins, hier vom Labor, vom Center for Smart Manufacturing raus auf die Straße zu bekommen. Ist ein konkretes Forschungsprojekt, wo wir gerade, also das Video ist vor 2 Wochen aufgezeichnet worden, ist auch im Instagram zu sehen, wo wir auch hier die Algorithmen auch alle testen, vom Labor in die reale Welt. Und so ist auch eine direkte Einbindung der Lehre in die Forschung möglich. Und sozusagen auch, um den Studierenden ein bisschen die Augen zu öffnen, was es außerhalb des Labors auch noch gibt. Ein weiteres Beispiel aus dem Umfeld ist zum Beispiel ein anderes Projekt, das wir noch haben, wo es auch aktuell um zum Beispiel einen autonomen Stapler geht, den wir auch entsprechend gerade automatisieren. Das heißt, die Grundzüge dazu werden immer im Labor gesetzt. Und dann geht es aber sehr, sehr oft auch in Forschungsprojekten und auch in Firmenprojekten direkt in die Firmen raus. Das war nur so ein kleiner Ausflug, aber das sind so die Themen, die wir im Center for Smart Manufacturing behandeln und die auch in sehr, sehr vielen Studiengängen auch immer wieder vorkommen. Also zum Beispiel Automatisierungstechnik, Mechatronikwirtschaft, im Robotics Systems Engineering, im Maschinenbau, in intelligente Produktion und so weiter. All diese Studiengänge behandeln derartige Themen und die sind auch im Center for Smart Manufacturing direkt angesiedelt und auch direkt in die Lehrpläne mit eingebunden. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie das Labor vielleicht einmal im Jahr sehen, sondern es gibt sehr, sehr viele Lehrveranstaltungen, die im Labor abgewickelt werden und die auch, wo auch wirklich der direkte Kontakt zu den Professoren da ist und immer wieder Projekte auch ausgeschrieben werden, um interessante Projekte mit Unternehmen abwickeln zu können. Ich bin dann auch nachher noch im Chat, falls es dazu Fragen gibt und so weiter. Danke, Roman, sehr interessant. Wir wechseln gleich weiter. In der Zwischenzeit bin ich schon im 360 Grad. Moment, im 360 Grad Video weitergesprungen in den Bereich Chemie, Physik. Und wir schauen uns jetzt einen Film an zum Thema Verfahrenstechnik. Bei der Verfahrenstechnik als fächerübergreifende Wissenschaft zwischen Chemie und Maschinenbau sollen Berechnungen, Simulationsvorhersagen und Laborergebnisse an tatsächlichen Maschinen, Apparaten und Teilanlagen erprobt und dort in konkrete stoffliche Produkte umgesetzt werden. Die Laborergebnisse und Berechnungen müssen auf den Produktionsmaßstab ausgeweitet werden, wobei die Maßstabsvergrößerung über die Zwischenstufen von Technikums- und Pilotanlagen stattfindet.
Das Technikum im Fachbereich Verfahrens- und Umwelttechnik bietet die Möglichkeit, Anlagen mit einer Gesamthöhe von bis zu 7 Metern zu betreiben, in denen Versuche mit potenzieller Explosionsgefahr sicher durchgeführt werden können. Bei der Utility-Versorgung kann auf eine Dampfschiene und Kühlwasser zurückgegriffen werden und eine Erweiterung durch eine Kälte- und Heißwasseranlage ist geplant. Verfahrenstechnische Grundoperationen, umweltschonende Reinigungsverfahren, energieeffiziente Stofftrenntechniken und produktionsschonende Aufarbeitungsschritte können nicht nur theoretisch abgehandelt, sondern auch praktisch begreifbar gemacht werden. So, und ein artverwandter Studiengang, also wo auch sehr viel Chemisches vorkommt, ist der Studiengang Bio- und Umwelttechnik und auch Lebensmitteltechnologie und Ernährung. Und ich darf Ihnen Dr. Manuel Selk vorstellen, der die Chemielaboratorien vorstellt. Ja, guten Abend auch von meiner Seite aus. Wie gesagt, Manuel Selk, mein Name, ich bin von der Ausbildung her Molekularbiologie und Chemiker. Leite den Studiengang Bio- und Umwelttechnik, habe vorher 7 Jahre den Fachbereich Biologie und Chemie geleitet. Was wir hier sehen, ist ein Auszug aus unserem chemisch-analytischen Labors. Wir haben da auch sehr starken Schwerpunkt gelegt in Richtung chemischer Analytik, wo wir auch mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten aus total unterschiedlichen Branchen. Ich meine, naheliegend sind natürlich zum Beispiel Lebensmittelbetriebe, wo wir eben Analysen an Lebensmitteln machen, auch beim Entwickeln von neuen Verfahren helfen. Es gibt sehr viele umwelttechnische Fragestellungen, speziell wenn es darum geht, Verschmutzungen, Bodenverschmutzungen sind zum Beispiel ganz klassische Dinge. Das ist auch ein Beispiel, das wir hier im Film sehen, wo der Klaus Brennhuber, ein Assistenzprofessor für analytische Chemie, gerade Bodenuntersuchungen gemacht hat von potenziell verseuchten Bodenproben. Da ging es jetzt, soweit ich mich daran erinnern kann, darum, Schwermetalle nachzuweisen in diesen Böden. Wie gesagt, sehr stark eben auf chemische Analytik fokussiert, jetzt von der Chemie her, wo unsere Ausstattung auch durchaus mithalten kann mit professionellen Anbietern im Bereich der chemischen Industrie. Und sehr viele Projekte, eigentlich ähnlich wie es beim Herrn Froschauer war, kommen auch bei uns ein bisschen auf Zuruf von Firmen, die einfach Interesse haben, ihre Prozesse zu optimieren, Produktionsverfahren zu optimieren, aber manchmal auch ganz einfach, um ja, einfache Probleme aus ihrer Produktion wegzubekommen. Also ich kann nur ein Beispiel nennen von einer Firma aus der Umgebung, die sehr stark in der Produktion von eigentlich klinisch relevanten Dingen sind, will jetzt die Firma nicht nennen, aber die hatten im Kühlkreislauf von ihren 150 Produktionsmaschinen im Abstand von 4 Monaten zum Beispiel immer einen Niederschlag, der dazu geführt hat, dass die ganze Produktion für etwa 1,5 bis 2 Tage stillstand. Und wir hatten die Aufgabe, zusammen dann mit Studenten eben herauszufinden, was dieser Niederschlag ist. Also da sind einfach in der Flüssigkeit so Krümel drin gewesen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und wir haben das dann in ja, relativ langwierigen, muss man schon sagen, das war eine richtig detektivische Arbeit, aber haben wir herausgefunden, was dieser Niederschlag ist. Wir haben dann eben herausgefunden, es sind Silikate, Abrieb von Glas- und Porzellanteilen auch, die dazu geführt haben. Als man mal wusste, was es ist, konnte man sehr schnell dann identifizieren, wo es herkam und der Fehler konnte dann behoben werden. Ja, also das sind so ganz klassische Projekte, die wir mit ja, lokalen Auftraggebern dann in Zusammenarbeit mit den Studierenden durchführen und daraus auch sehr oft Bachelor- und Masterarbeiten entstehen, wo die Studierenden dann für die Firma in unseren Laboratorien dementsprechende Untersuchungen machen. Vielleicht noch ganz schnell erwähnt, trotz allem auch der biologische Bereich, der gerade für die Studiengänge Lebensmitteltechnologie und Ernährung und Bio- und Umwelttechnik eine wesentliche Rolle spielt. Wir haben auch voll ausgestattete Biologie, Mikrobiologie und Molekularbiologie-Labors, wo wir auch damit assoziierte Forschung haben. Zum Beispiel geht es mit biologischen Systemen nachhaltig Produkte zu produzieren, die in der Medizin oder generell in der Gesellschaft so in Richtung Biokunststoffe, Biotreibstoffe dann auch eingesetzt werden können. Und auch hier haben wir die Möglichkeiten, tatsächlich zum Beispiel auch mit genetisch veränderten Organismen zu arbeiten.
sprich die Genehmigungen sind alle da, was auch absolut notwendig ist, dass man auf dem wirklich aktuellen Stand der Zeit da irgendwie mithalten kann. Ja. Die Forschung gesamt von Bio- und Umwelttechnik und Lebensmitteltechnologie in Ernährung sind derzeit etwa 45 Köpfe, allerdings sind es etwa so 28 bis 30 Vollzeitäquivalente. Also man sieht, dass auch da von der Forschung her sehr, sehr viel gemacht wird. Und Studierende sind eigentlich von Anfang an mit einbezogen. Und das geht dann so weit, dass zum Beispiel im Masterstudium vom Studiengang Bio- und Umwelttechnik das große Masterprojekt pro Studierenden im zweiten und dritten Semester etwa 180 Stunden beinhaltet. Und da kann man schon ganz tolle Projekte mit Studierenden machen, wo sie wirklich auch das selbstständige Arbeiten lernen und dann auch sehr gut gerüstet sind, wenn sie in Richtung Forschung oder in Richtung industrieller Anwendung nachher im Berufsfeld eben weitermachen möchten. Damit wäre ich am Ende. Ich wünsche Ihnen allen noch viel Spaß. Ich bin nachher genauso wie der Herr Froschauer, aber auch noch verfügbar für eventuelle Fragen, die zu diesen Bereichen auftauchen. Danke. Und Peter, ich übergebe wieder an dich. Danke, Manuel. Ich habe zwischenzeitlich schon gewechselt, wieder im 360-Grad-Video in den zweiten Stock. Die Chemie- und Biologielabore befinden sich im ersten Stock. Im zweiten Stock schauen wir uns jetzt das industrielle Bildverarbeitungslabor an. Das am neuesten Stand der Technik ausgestattete Labor für Bildverarbeitung bietet Studierenden viel Raum, um konkrete Fragestellungen aus der Industrie zu behandeln. Dazu zählt natürlich zunächst die notwendige Hardware. Modernste Kameratechnologien wie Megapixel CMOS, Highspeed-Kameras oder 3D-Sensorik ergänzt durch spezielle Beleuchtungseinrichtungen wie multispektrales LED-Equipment, Dombeleuchtung oder Polarisationsoptiken. Aber auch die Softwareausstattung spielt eine zentrale Rolle, um anspruchsvolle Probleme zeitgemäß behandeln zu können. Von klassischer Bildverarbeitung bis hin zu aktuellsten Werkzeugen aus dem Bereich Deep Learning und cloud-basierten Lösungen. Den Studierenden eröffnen sich damit neueste Anwendungsfelder auch in Schlüsseltechnologien wie Machine Learning und künstliche Intelligenz. Als nächste Station, da wechseln wir jetzt ein Stockwerk höher in das dritte Obergeschoss und wir schauen uns da das Mikroelektroniklabor an. Im kurzerhand MIG genannten Labor üben Studierende die Themen Digitaltechnik, Mikroelektronik und Robotik. Beginnend bei Schaltungen mit TTL-Gattern werden später PALs und CPLDs in Hardware-Beschreibungssprachen wie ABEL programmiert. Natürlich werden auch Mikrocontroller zum Beispiel in der Hochsprache C programmiert. Auch Übungen aus dem Themenbereich autonome mobile Roboter finden hier statt. Durch den Entwurf statistischer Kalman-Filter lernen die Studierenden, wie Daten aus unterschiedlichsten Datenquellen wie LiDAR, Time of Flight und Stereo-Vision-Kameras fusioniert werden. Das sind die Grundlagen für Übungen zum Themengebiet autonomes Fahren, Kartierung und Lokalisierung. Das MIG-Labor ist Treffpunkt des FH-Roboter-Clubs. Studierende können unter Anleitung Roboter für internationale Roboterbewerbe bauen und an diesen teilnehmen. Die Kosten für die Roboter sowie die Reisekosten, unter anderem in die USA, Schweiz sowie nach Deutschland, Frankreich, China, Japan und Australien, werden von der FH und den Industriesponsoren getragen. Passend dazu möchte ich Ihnen das Robotiklabor vorführen. Im Robotiklabor erarbeiten Forscher der FH Oberösterreich gemeinsam mit Studierenden Lösungen für autonome, mobile Roboter. Gemeinsam mit Partnerfirmen erforschen Studierende neue Methoden der mobilen Robotik und wenden diese auch direkt in den Lehrveranstaltungen an. Im Lehrbetrieb kommen die Studierenden mit verschiedenen Robotermodellen in Kontakt und können diese weiterentwickeln. Einzigartig in Österreich ist in diesem Labor ein Rettungsroboter-Testgelände installiert.
So können die entwickelten Roboter in verschiedenen international standardisierten Szenarien getestet und kontinuierlich verbessert werden. Die Entwicklungen werden in internationalen Bewerben und auch bei Firmenpartnern vorgestellt und zählen nicht selten zu den Weltbesten. Verständlich, dass Studierende, die an solchen Entwicklungen mitwirken, von der Industrie gerne übernommen werden. Und jetzt schauen wir uns noch das Antriebstechniklabor an. Im Labor für Antriebssysteme werden aufbauend auf den vorher zu absolvierenden Grundlagen der Elektrotechnik elektrische Antriebe, Umrichtertechnologien, Servokontroller und Spezialanwendungen der Antriebstechnik studiert. Dazu analysieren die Studierenden bewährte, aber auch energiesparende neue Antriebstechnologien, konfigurieren, vermessen und programmieren sie zu kompletten mechatronischen Systemen. Während die Bilder noch die bestehenden Systeme zeigen, werden die Studierenden des nächsten Semesters bereits in einem völlig neuen Laborgebäude mit Antrieben der nächsten Generation üben. Mittels modernster Signalverarbeitungsmethoden und mit künstlicher Intelligenz werden in Lehrveranstaltungen wie Condition Monitoring Maschinenzustände beobachtet, bewertet und notwendige Wartungszyklen vorherberechnet. In Master-Lehrveranstaltungen entwickeln die Studierenden neue Antriebsfunktionen und werden fit, um Entwicklungen in F&E-Abteilungen von Unternehmen durchzuführen und zu leiten. Und ein für die Automatisierungstechnik sehr wichtiges Labor, da bewegen wir uns jetzt herüber im dritten Stock zum Regelungstechniklabor. Im Regelungstechniklabor wird modellbasierter Reglerentwurf gelehrt. Darunter versteht man die Modellierung der Systeme basierend auf physikalischen Grundgesetzen und anschließende systemtheoretische Analyse. Für den nachfolgenden Reglerentwurf können Verfahren vom klassischen einfachen PI-Regler bis hin zu modernsten nichtlinearen Methoden nach einer vereinheitlichten Vorgangsweise eingesetzt werden. Die abschließende Implementierung und Erprobung erfolgt weitgehend automatisiert mit Hilfe von automatischer Codegenerierung. Für die praktische Umsetzung im Labor werden primär mechanische Versuchsaufbauten wie schnelle Ein- und Zweifachpositioniersysteme verwendet. Aber auch an elektronischen Modellen wie Eingangsstufen und Photovoltaik-Invertern können die Studierenden ihr erlerntes Wissen umsetzen. Dabei hat jeder Studierende im Simulationsbetrieb seinen eigenen Arbeitsplatz und beim praktischen Experimentieren an den Laborversuchen kann in Zweiergruppen gearbeitet werden. Zu einer Hochschule gehört natürlich auch eine wissenschaftliche Bibliothek. Wir befinden uns jetzt im dritten Stock und da ist auch unsere Bibliothek angesiedelt. Die schauen wir uns auch an. Die Bibliothek des FH Campus Wels unterstützt Studierende und Mitarbeiterinnen in der Forschung, Lehre und dem Studium. Sie ist allgemein zugänglich und sichert allen Benutzerinnen den uneingeschränkten Zugang zu Literatur und Informationen. Die Bibliothek verfügt neben 30 Leseplätzen auch über einen Medienraum mit 12 PC-Arbeitsplätzen, der während der Öffnungszeiten der Bibliothek als Lern- und Arbeitsraum von den Studierenden genutzt werden kann. Der Online-Katalog umfasst die Bibliotheksbestände aller 4 Fakultäten und beinhaltet neben physischen Medien auch E-Books und Volltexte aus den lizenzierten Datenbanken wie etwa E-Journals oder Artikel. Die E-Books sowie die meisten Datenbanken können auch per Fernzugriff genutzt werden. So, und jetzt schauen wir nach unten. Und es gibt am Campus Wels etliche technisch-wirtschaftliche Studienrichtungen, wie zum Beispiel Innovations- und Produktmanagement, Mechatronik Wirtschaft ist ein berufsbegleitender Wirtschaftsingenieurstudiengang und auch Produktdesign und technische Kommunikation wird als Bachelorstudiengang angeboten. Es gibt dann natürlich noch aufbauend einige Masterstudiengänge, die auch in diesen Wirtschaftsingenieurbereich hineingehören. Und wir wechseln jetzt in diese Design Labs.
Die Frau Dr. Christiane Rau wird diese vorstellen. Zu Beginn wechseln wir mal in den Raum und schauen uns vielleicht als Einstimmung einmal kurz um. Das sind diese Design Labs aus dem Studiengang Innovations- und Produktmanagement. Und wir haben auch da einen kurzen Film vorbereitet. Die frühe Phase in Innovationsprojekten, das sogenannte Frontend of Innovation, ist zentral für den Erfolg von Innovationsprojekten. Unsere Labore bieten eine optimale Infrastruktur aus Innovationsmethoden, um den gesamten Frontend-Prozess zu unterstützen. Die so wichtige enge Verzahnung von Marketing, Design und Technik spiegelt sich auch hier wieder. Im Sprint Lab wird die Kreativität systematisch gefördert. Hier erarbeiten Studierende und Unternehmenspartner kreative Ideen für die Produkte von morgen. Digitale Kreativitätstechniken stehen genauso zur Verfügung wie analoge Werkzeuge zur Entwicklung von Geschäftsmodellen. Viel zu oft werden Produkte am Kunden vorbei entwickelt. Damit das nicht passiert, werden in unseren Laboren Akzeptanztests für Produktideen und Konzepte schon in einer sehr frühen Phase durchgeführt. In unseren Design Labs stehen vielfältige Werkzeuge zur Verfügung, um Produktkonzepte zu entwickeln und zu visualisieren. Studierende können eine Modellbauwerkstatt nutzen, ihre Entwürfe aber auch schnell virtuell umsetzen. Und jetzt übergebe ich das Wort an die Frau Dr. Rau. Vielen Dank, Peter. Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen und guten Abend. Ich darf Ihnen die Labore, in der Präsentation haben Sie es noch als IPM-Labore tituliert gesehen, aus dem Fachbereich Innovationsmanagement, Marketing, Design vorstellen. Vielleicht ganz kurz, es waren immer die IPM-Labore, also zugeordnet zum Studiengang Innovationsmanagement und Produktmanagement. Das ist ein Bachelorstudiengang und dann gibt es auch noch aufbauend darauf einen internationalen Masterstudiengang. Wir haben aber in den letzten Jahren immer mehr gesehen, dass die Labore eigentlich von ganz vielen verschiedenen Studiengängen genutzt werden, also hauptsächlich von den Wirtschaftsingenieurstudiengängen, also ob das jetzt Mechatronik Wirtschaft ist oder Automotive Management and Mechatronics oder auch Produktdesign und technische Kommunikation. Wir haben in allen dieser Studiengänge Lehrveranstaltungen, die sich mit Innovationsmanagement, mit Marketing beschäftigen oder mit Design und die dann eben diese Labore nutzen. Und wir haben das Feedback bekommen unserer Studenten, dass es doch schade ist, dass eigentlich diese Labore immer sehr stark Lehrveranstaltungen zugeordnet sind. Das betrifft jetzt nicht nur die Innovationslabore, sondern wenn Sie sich vielleicht erinnern, ganz am Anfang der Führung haben Sie ja die tolle Ausstattung gesehen, die wir zum Beispiel im Center for Smart Manufacturing haben oder jetzt in den Elektroniklaboren. Und unsere Studenten haben uns das Feedback gegeben, dass sie das super finden, dass sie in Lehrveranstaltungen dieses tolle Equipment nutzen können, dass sie Unternehmensprojekte dort machen können und ihre Abschlussarbeiten, dass sie aber sehr gern auch abseits von den Lehrveranstaltungen einfach diese neuen Technologien wie 3D-Drucker, Lasercutter etc. nutzen möchten, um eigene Projekte umzusetzen. Und auf das Feedback haben wir reagiert. Wir haben schon lange den Plan gehabt, dass wir einfach größere freie Flächen schaffen, in denen Studenten eben ihre eigenen Projekte umsetzen können. Und mit dem Bau unseres neuen Gebäudes haben wir jetzt endlich die Möglichkeit gehabt. Wir haben jetzt, sind gerade im Aufbau, haben ein ganzes Stockwerk in dem neuen Gebäude wir haben es jetzt mal als Arbeitstitel genannt, Future Space. Der Titel ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber die Idee ist, dass wir jetzt eben diese Labore, die Sie gerade gesehen haben in dem Video, also das Sprint Lab, da geht es um Ideengenerierung, frühe Konzeptentwicklung, genauso wie das Design Lab, also die Prototypenwerkstatt, umziehen, zusammenbringen räumlich und noch koppeln mit einem kleinen Makerspace. Was das ist, in einer Minute. Also im Sprint Lab geht es darum, da möchten wir Konzepte entwickeln, machen wir auch jetzt schon, aber jetzt dann in einem neuen Rahmen, in einem neuen Umfeld. Produktkonzepte, dort finden aber auch Geschäftsmodellworkshops zum Beispiel statt. Auch in den alten Räumlichkeiten haben wir zum Beispiel oft Geschäftsmodellworkshops oder Trendworkshops mit Unternehmen durchgeführt.
Also beispielsweise auch im Rahmen von Studentenprojekten. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt mit Palfinger zu Hebelösungen der Zukunft in der Bauindustrie und Logistikindustrie. Oder wir haben für einen Pellethersteller neue Geschäftsmodelle entwickelt. Wir simulieren ganz einfach Serviceprozesse mit Lego zum Beispiel. Also da haben wir für diese kreativen Konzeptentwicklungsarbeiten eben dieses Sprint Lab. Neu soll sein, dass dieses Labor viel stärker geöffnet ist. Also dass Studenten, wenn nicht gerade Lehrveranstaltungen drin stattfinden, sich die Räumlichkeiten selber buchen können, die Räumlichkeiten nutzen, auch für ihre eigenen Projekte und auch andere Studiengänge verstärkt eben auch die Labore nutzen. Dann haben wir das Designlabor. Hier haben wir die Möglichkeiten, Papierprototypen zu bauen. Das haben Sie auch in dem Video zum Teil gesehen. Wir arbeiten auch zum Beispiel mit diesen Clay Models, also diese Tonmodelle, die Sie aus der Automobilindustrie kennen. Wir haben da Brennöfen zum Beispiel drin. Wir arbeiten sehr viel mit Styroporprototypen. Also das sind dort werden handwerkliche frühe Designprototypen erarbeitet, um auch schnell Design auch mit einem Kunden rückspiegeln zu können. Und dann eben auch in mehreren Stufen immer weiter ausarbeiten zu können. Also das ist eher sozusagen die Modellbauwerkstatt, die eher handwerklich orientiert ist. Und dann wird neu aufgebaut gerade, eben ein kleiner Makerspace. Also das heißt, ein Labor, in dem Sie verschiedene 3D-Drucker zur Verfügung haben, in dem wir möglicherweise auch eine sehr neue Generation von einem sehr teuren Lasercutter zur Verfügung gestellt bekommen. Sie werden Elektronikarbeitsplätze dort vorfinden können. Und das Schöne daran ist eben, unter Betreuung auch von Technikern, die dann wöchentlich zur Verfügung stehen, können die Studenten wirklich selbstständig sich dort anmelden und können selbstständig dort arbeiten. Nicht nur an Projekten in ihrem Studium, sondern wirklich auch Projekte, die sie einfach selber, die Herzensprojekte sind, die sie einfach selber vorantreiben möchten. Also in unseren Studiengängen, gerade Mechatronik Wirtschaft und Innovationsmanagement, AMM, also Automotive Mechatronics and Management, haben wir Lehrveranstaltungen im Entrepreneurship-Bereich integriert. Also das heißt, man lernt dort auch wirklich, wie entwickelt man neue Geschäftsideen, wie kann man Geschäftsmodelle dazu aufbauen, wie kann man die testen und wie entwickelt man es dann wirklich zum Businessplan und bringt die Produkte auf den Markt. Und was hier besonders ist an diesem Space, wir haben eben wirklich die Möglichkeit, diesen gesamten Prozess von einer frühen Idee bis zum funktionsfähigen Prototypen perfekt zu unterstützen. Und das ist insofern ungewöhnlich, als dass es oft Innovationsspaces gibt, die aber eben dann sehr, sehr fokussiert sind auf diese frühe Phase, also so dieses typische Post-it-Kleben, oder dann Makerspaces, Hackerspaces, wo es um funktionsfähige Prototypen geht, die dann eher eigentlich die Techniker ansprechen. Und wir haben jetzt hier wirklich die Möglichkeit, dass man alle Phasen durchgehen kann, daran eben arbeiten kann. Und dieses Konzept hat auch ein Architekturbüro in unserem Umfeld begeistert. Die haben jetzt ins Boot holen können. Die haben uns gerade einige Konzeptentwürfe gemacht, eben für dieses Sprint Lab, also für den ersten Anlaufpunkt. Und da sehen Sie jetzt mal so einige Impressionen, einige erste Entwürfe, wie das aussehen könnte. Sie sehen da die Möglichkeit, zum einen neben individuelle Arbeitsplätze auch so ein bisschen Chill-Out-Area mit einer kleinen Bibliothek, auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, relativ flexibel Gruppenarbeiten durchzuführen, aber auch im Plenum zu unterrichten. Aber wie gesagt, wird sich sicherlich noch sehr viel ändern, sind noch erste Entwürfe. Aber da sind wir eben gerade dran. Und ja, genau, möchten da jetzt dann auch zukünftig den Studenten einfach auch mehr Freiheit geben, noch dass sie selbstständig das Wissen, das sie bei uns erworben haben, dann eben auch in ihren eigenen Projekten anwenden können. Und das ist, wie gesagt, nicht nur für die Wirtschaftsingenieurstudiengänge, sondern auch für alle anderen Studenten auch anderer Studiengänge. Genau, so viel von meiner Seite. Wir haben auch natürlich einige Forschungsprojekte, auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Wenn Sie da Fragen haben, gerne auch im Anschluss. Ich stehe auch noch zur Verfügung für die eine oder andere Frage. Danke, Peter. Christiane, danke dir. Ich bin zwischenzeitlich schon raufgehüpft auf unser Dach und wechsle dorthin.
ein Blick über die Dächer von Wels. Das ist unser Hauptgebäude, wo wir 175 Quadratmeter Photovoltaikanlagen montiert haben. Und auch dazu haben wir einen Film. Im Photovoltaiklabor beschäftigen sich die Studierenden mit den Grundlagen der Photovoltaik. Mittels kleiner Sonnensimulatoren können die typischen Kenngrößen eines PV-Moduls vermessen werden, insbesondere die Stromspannungskennlinie bei verschiedenen Bestrahlungsstärken und verschiedenen Temperaturen. Daraus lässt sich der optimale Arbeitspunkt ermitteln. Auch die Speicherung der elektrischen Energie ist Schwerpunkt des Labors. Diese erfolgt entweder in Akkumulatoren oder Wasserstoff. Hauptsächlich Studierende der Studiengänge Angewandte Energietechnik, Automatisierungstechnik und Sustainable Energy Systems beschäftigen sich im Photovoltaiklabor. Es wird auch Forschung an neuartigen Perovskit-Solarzellen betrieben. Und passend dazu noch das Photovoltaikdach, wo man die unterschiedlichen Photovoltaikzellen sieht. Auf dem Dach direkt über dem Photovoltaiklabor befindet sich eine große PV-Anlage mit in Summe 19 Kilowatt Peak elektrischer Leistung. 5 verschiedene Photovoltaiktechnologien, Polykristallin, Monokristallin, Kupfer, Indium, Diselenid, Cadmium, Tellurid und amorphes Silizium, werden schon seit mehr als 10 Jahren genau vermessen und mit den Wetterdaten aus der Wetterstation gespeichert. Die hier gewonnenen Daten sind für die Weiterentwicklung von Photovoltaiksystemen von großer Bedeutung und die Erkenntnisse werden in den Studiengängen Angewandte Energietechnik und Sustainable Energy angewendet. Sie haben es gerade gehört, also wir haben einige Studiengänge im Bereich Energietechnik, die wir anbieten, Angewandte Energietechnik, Sustainable Energy Systems und auch Electrical Engineering. Ein weiteres Labor, das ich Ihnen noch präsentieren möchte aus dem Studiengang Angewandte Energietechnik, ist das Heizung, Lüftung, Klimalabor. Im Heizung, Lüftung, Klimalabor befindet sich ein Wärmepumpenprüfstand, bei dem Wärme aus der Umgebung, Erdreichluft und Grundwasser, auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird, um damit zum Beispiel ein Gebäude beheizen zu können. Die kontrollierte B- und Entlüftung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung sorgt für Behaglichkeit im Gebäude und ist zum Beispiel für ein Passivhaus unerlässlich. Bei den Laborübungen messen die Studierenden der Studiengänge Bauingenieurwesen im Hochbau, Angewandte Energietechnik und Sustainable Energy Systems jeweils den Wirkungsgrad in verschiedenen Betriebspunkten, um die Effizienz zukünftig steigern zu können. In diesem Bereich bieten wir noch mehrere Laboratorien natürlich an, also von Komponenten der Energietechnik gibt es eigenes Labor, es gibt noch ein eigenes Biomasse-Labor, wo Biomasse-Heizungen weiterentwickelt werden. Und also auch im Bauteil B gibt es ein eigenes Photovoltaikdach, wo die große Forschergruppe des ASIC an der Weiterentwicklung von Solaranlagen, Photovoltaikanlagen arbeitet. Ich möchte Sie aber jetzt gleich noch in den Innenhof hinführen. Wir springen da direkt runter in den Innenhof und ich darf Ihnen da unseren Innenhof zeigen, wie er im Jahr 2020 im Frühjahr ausgesehen hat. Mittlerweile ist dieser Innenhof total umgebaut worden, weil wir noch mehr Grünflächen, noch mehr Sitzmöglichkeiten für die Studierenden schaffen wollten. Und ich zeige Ihnen da ein paar Fotos dazu, weil wir die in diesem 360-Grad-Video noch nicht drinnen haben. Also es ist ein ganz neues Laborgebäude dazugekommen, wo auch diese Innovationslabore reinkommen. Es ist ein Robotiklabor drin, das Verfahrenstechnikum und große Bauingenieurlabore und noch vieles mehr. Also dieses neue Laborgebäude ist bereits, besteht bereits und es werden ab März schon die ersten Lehrveranstaltungen darin stattfinden.
Wir haben auf diesem Laborgebäude auch Grünflächen angelegt für Studierende, um dort verweilen zu können. So eine Art Chill-Out-Area haben wir dort angelegt mit viel Grünzeugs. Und da halten sich die Studierenden wirklich, auch im Sommer haben sie sich schon sehr gerne dort aufgehalten. Und der gesamte Innenhof, hier gibt es Architektenansicht, soll dann auch sehr stark begrünt werden. Es soll Veranstaltungszentrum sein, dass die Studierenden ihr Seitausstandl, das sie alle 2 Wochen hier veranstalten, auch in einem optimalen Umfeld durchführen können. Es wird die Mensa einen Art Gastgartenbetrieb haben. Es gibt Sitzmöglichkeiten und WLAN-Anschlüsse, also Anschlüsse, Stromanschlüsse für PCs und WLAN gibt sowieso überall im Innenhof. Also da wird gerade intensiv daran gearbeitet, wird heuer im Sommer fertiggestellt. Der Innenhof aus dem Foyer ausgesehen schaut dann so aus, also richtig ansprechend. Auch die Mensa ist neu gestaltet worden. Es gibt ja in der Mensa 2 Menüs, die wir anbieten. Ein fleischhaltiges und ein vegetarisches Menü zu sehr günstigen Preisen, ist auch für Externe im Übrigen zugänglich. Und es werden da täglich zwischen 400 und 600 Essen ausgegeben. Und man kann auch à la carte essen natürlich, also nicht nur diese Menüs. Ja, soweit zum zu der Neugestaltung unseres Campuses. Ich wechsle wieder zurück in den 360-Grad-Rundgang und komme abschließend nur mal ins Foyer, wo ich Ihnen wirklich hochspannende Laboratorien zeigen möchte, nämlich aus dem Bereich der Energietechnik, die Impulsanlage, Hochspannungslabor. Im Hochspannungslabor steht ein Marx-Stoßgenerator, der es ermöglicht, elektrische Durchschläge mit 1 Million Volt zu erzeugen. Der Energieinhalt des elektrischen Durchschlags beträgt 50.000 Joule. Durch eine Gleichrichterschaltung werden 10 Kondensatoren parallel geladen. Anschließend werden die 10 in Serie geschalteten Kondensatoren gezündet. Jeder Kondensator kann dabei mit einer Ladespannung von bis zu 100.000 Volt geladen werden. Mithilfe dieser Anlage sollen Studierende des Studiengangs Electrical Engineering Testobjekte auf elektrische Durchschlagsverfahren prüfen. Es können dabei verschiedene Arten von elektrischen Durchschlägen erzeugt werden. Dafür müssen die Widerstände am Stoßgenerator gewechselt werden. Außerdem muss immer eine saubere Oberfläche der Anlage garantiert werden, um ein Fehlzünden der Anlage zu vermeiden. In diesem Labor kann eine Luftstrecke von 2 Metern elektrisch durchschlagen werden. Ein zweites Labor, diese Labore sind im Übrigen im Velios angesiedelt, ist das ACDC-Labor. Die Wechselspannungs-Gleichspannungsanlage oder auch AC-DC-Anlage genannt, wird im Studiengang Electrical Engineering dafür genutzt, um Hochspannungsphänomene zu analysieren. Die Wechselspannungs-Gleichspannungsanlage oder auch AC-DC-Anlage genannt, wird im Studiengang Electrical Engineering dafür genutzt, um Hochspannungsphänomene zu analysieren. Zudem können mit Hilfe der Anlage auch Teilentladungsmessungen durchgeführt werden. Dies wird benötigt, um die Fehlerstellen von Isolatoren zu prüfen und analysieren zu können. Die Anlage kann eine Wechselspannung von 200.000 Volt erzeugen. Dafür werden 2 Trafos mit jeweils 100.000 Volt in Serie verschaltet. Für die Erzeugung der Gleichspannung wird nur 1 Trafo benötigt. Durch eine Spannungsverdopplerschaltung kann eine Gleichspannung von bis zu 280.000 Volt erzeugt werden. Um die Anlage betreiben zu dürfen, muss die Erdungsstange entfernt und der Sicherheitszaun geschlossen werden. Anschließend wird in einem Versuch eine Oberflächenentladung demonstriert, wofür auf eine Plexiglasscheibe 92.000 Volt angelegt werden. Die violetten Entladungen sind Oberflächenteilentladungen, welche oft bei einer 100 kV-Leitung zu hören sind. Also wirklich eine hochspannende Sache. Und abschließend, einen Bereich habe ich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Wir haben auch einen Studiengang Bauingenieurwesen. Auch Bauingenieurwesen hat natürlich eigene Laboratorien und die möchte ich Ihnen kurz vorstellen, das Bautechniklabor.
Im Baulabor wenden die Studierenden des Studiengangs Bauingenieurwesen im Hochbau ihr erlerntes Fachwissen direkt an. Neben einer Wärmebildkamera, mit der man die Temperaturen an Gebäudeaußenhüllen misst und thermische Schwachstellen identifizieren kann, kann man mit einem Blower-Door-Test die Luftdichtheit von Gebäuden messen. Eine Presse zur Bauteilprüfung mit 200 Tonnen Kraft erlaubt die Messung von hochtragfähigen Bauteilen. Neben traditionellen Tragwerken wie der Leonardo-Brücke sind auch innovative und visionäre Tragsysteme wie Hybridbauteile aus Holzglas, Holzbeton oder Holzleichtbeton Gegenstand der baupraktischen Vermittlung. In Versuchen zur Bodenklassifikation und zur Interaktion von Boden und Wasser werden die Fachgebiete Tiefbau und Infrastrukturbau sowie Wasserbau greifbar und verständlich gemacht. Das Baulabor ist integraler Bestandteil der praktischen und anwendungsorientierten Ausbildung von Bauingenieurinnen am Campus Wels. Ein weiteres Labor, das Bautechniklabor, da geht es um Schall und Hall. Der Hallraum ist ein spezieller Laborraum für akustische Untersuchungen, wobei der Schall an seinen Wänden stark reflektiert und dadurch ein starker Nachhall erreicht wird. Dabei absorbieren die Wände kaum Schallenergie. Der schalltote Raum ist das Gegenteil eines Hallraums. Die Wände absorbieren den Schall im Raum fast vollständig. Dies erreicht man durch Absorbermaterial an den Wänden. Je nach Raum wird nun entweder die Schallabsorption von Einrichtungsgegenständen und Akustikelementen über die Änderung der Nachhallzeit oder die Schallleistung von Geräten gemessen, was in einer normalen Umgebung nur erschwert möglich ist. Die Studierenden des Studiengangs Bauingenieurwesen im Hochbau wenden hierfür modernste Geräte wie zum Beispiel akustische Kameras, Schalldruckpegelmessgeräte oder bauakustische Lautsprecher, sogenannte Dodekaeder, an. So, wir haben es geschafft. Wir haben eine große Tour durch unser FH-Gebäude gemacht. Darf mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie auch persönlich bei unserem Campus begrüßen können. Wir gehen davon aus, dass ab Ostern es wieder möglich sein wird, Gäste an den Campus einzuladen, und wir werden Sie auf jeden Fall informieren und auch einladen, wenn es so Besuchsmöglichkeiten gibt. Bis dorthin müssen wir uns leider virtuell und online treffen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lassen Sie sich virtuell auch beraten, machen Sie sich einen Termin aus. Es gibt über MS Teams, über Skype, über Zoom Möglichkeiten, sich auch virtuell zu treffen, und Sie können sich von jedem Studiengang bei uns beraten lassen. Sie können auch Schnuppertage ab März dann wieder durchführen. Das heißt, dass Sie einen Tag lang verschiedene Online-Lehrveranstaltungen durchführen, und hoffentlich dann ab Ostern soll es dann vielleicht sogar wieder Schnuppertage auch am Campus geben. Also machen Sie sich selbst ein Bild und informieren Sie sich gut, bevor Sie sich für Ihr Studium entscheiden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es war eine lange Tour, und ich werde jetzt einmal die Aufnahme beenden.